Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer BR-185.5 Elektrolokomotive in MRCE-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Frachtbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Normalerweise bezieht dieses Fahrzeug über einen Stromabnehmer Strom aus der Oberleitung. Da der Stromabnehmer jedoch gerade gesenkt ist, der Stromabnehmermodus muss eingestellt werden, bevor er angehoben werden kann. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den... Wir werden warten müssen, bis die Bremsen genug Druck aufgebaut haben. Betätigen Sie nun den Stromabnehmer. Die Lokomotive ist jetzt bereit und erspannt. Es gibt ein paar Frachtdienste, um die man sich auf dem Rangierbahnhof kümmern muss. Sie haben die Aufgabe, einen Chemiezug zusammenzustellen und vorzubereiten. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Zugbremse an, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. Die Kesselwagen sind nun hinter uns. Stellen Sie sicher, dass die Weichen richtig gestellt sind und fahren Sie dann rückwärts, um an die Kesselwagen anzukuppeln.
Kesselwagen nun an die Lokomotive gekuppelt sind, müssen wir sie mit dem nächsten Satz von Kesselwagen kuppeln, um einen kompletten Zug zu bilden. Wenn die Kesselwagen auf dem Abstellgleis stehen, müssen Sie sie von der Lokomotive abkuppeln. Klettern Sie jetzt herunter und kuppeln Sie sie ab. Gute Arbeit! Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieser Lokomotive durchgegangen.